herzlich willkommen bei Insight. Egal ob Citycar, Minivan oder Cabrio, jedes Auto sollte einmal regelmäßig durchgecheckt werden. Ich will es heute genau wissen. Worauf muss ich achten und vor allem, was kann ich auch ganz einfach selber überprüfen? Und dazu begleiten Sie mich heute zu PS Autoservice in Eisenstadt. Und danach wird noch etwas ganz anderes durchgecheckt, nämlich mein Kleiderschrank. Und da heißt es dann, auf nach Marienzersdorf zur Boutique Be Remarkable. Erstklassiger Service rund ums Auto, das hat sich Jolt Nikosch zum Motto gemacht. Zusammen mit seiner Frau Irma betreibt er die Blitzwerkstatt PS Autoservice. Ein Moment bitte, der Chef kommt gleich. Ich hätte heute gerne mein Auto durchgecheckt. Also okay. Ölstand überprüfen, Reifendruck. Okay. Und vielleicht können Sie mir sagen, was ich in Zukunft auch selber überprüfen kann. Sehr gern. Dazu brauche ich Ihre Schlüssel. Dankeschön. Scholz zeigt mir, worauf es bei einer Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugs ankommt. Ich habe dein Auto aufgehoben, also alles okay soweit draußen. Jetzt schaue ich den Lenkungsspiel. Hat kein Spiel, das heißt, das ist in Ordnung. Super. Ja. Und dann jetzt haben wir hier ein Euro-Stück. Mhm. So kannst du auch selber deine Reifenprofil prüfen. Einfach zwischen den Profil stecken. Mhm. So viel wie diese gelbe Kupferseite. Das sind bestimmt so 5-6 mm, weil das ist 3 mm. Ja. Und schau selber, siehst du? Mhm. Das sind sehr gute Profile noch. Also okay, also unter 3 mm wäre schon bedenklich. Gefährlich bei dem Nässefahrbahn bei Aquaplaning. Also das muss man schon schauen. Okay. Und du hast jetzt praktisch sehr gute Reifenprofil. Ich schätze mal 6-7 mm auf jeden Fall. Okay. Reifendruck prüfen wir mit dieser Gerät. Ja. Das ganz einfach draufstecken. Da siehst du 2,5 Bar. Das ist auch normal. Das kann man immer wieder mal prüfen. Sollte den Reifen prüfen, also so wie Druckprüfung, wöchentlich einmal schon machen oder täglich mal optisch mal schauen, ob die Reifen okay sind. Das betrifft auch die Sicherheit. Ne? Ja, okay. Das ist der Ölmessstab. Ziehst du raus. Machst sauber. Drückst du wieder rein. Siehst du wieder raus und das sind die Maximumwerte und das sind Minimumwerte. Das ist optimale Stand ist bei. Okay, also gerade in der Mitte. Genau, in der Mitte. Ja. Perfekt. Perfekt. Und hier ist dann deine Kühlflüssigkeitbehälter. Da steht ein Maximum, Minimum. Da musst du nicht rein, nur optisch mal reinschauen. Unten die Minimum ist schlecht, oben im Maximum ist auch nicht mal gut. Die Behälter muss immer Wasser haben, weil sonst gibt es das Problem mit dem Motor. Ne? Motor erhitzt und so weiter. Dieser Verkehrstüchtigkeitscheck ist eine von vielen Leistungen, die von der Blitzwerkstatt angeboten werden. Wir bieten eigentlich alles rund um das Auto A bis Z. Das heißt Service, Pickel, Reifenwechsel, Spenglerarbeit, Lackarbeit, auch in Windschutzscheiben tauschen wir aus sehr gern. Und wir wollen, dass das alles von einer Hand bekommt, den Kunden von uns. Also das bieten wir. Erstklassigen Service genießen zu dürfen, kommt nicht von ungefähr. Wie kam es jetzt eigentlich zur Idee, hier PS Autoservice zu gründen? Also mein großer Traum war immer, ein eigenes Unternehmen machen, ein eigenes Werkstatt. Und das haben wir, das Idee kommt einfach von meinem Kopf heraus. Also PS ist halt mit Pferdestärke bedeutet, das heißt mit Autos zu tun. Und so kommt es eine Idee und ja, so haben wir das also realisiert hier. Und warum gerade hier in Eisenstadt? Ich bin ursprünglich aus Ungarn. Es liegt ein bisschen an meinem Herzen, nicht weit von Ungarn, von meiner Heimat. Und Eisenstadt hat mir immer gut gefallen, weil es ist ein sehr persönliches, sehr kleines Stadt, ohne große Industrie, sehr nette Leute. Einfach gefällt uns hier. Du hast auch eine Kooperation mit Energiedirekt? Ja, Energiedirekt ist meine Vermieter. Und ich habe eine Idee gesehen, mit dem Tankstelle zusammenarbeiten. Ich habe mit den Leuten gesprochen, die haben positiv aufgenommen. Und ich sage es immer, Sprit ist mit Autos zu tun. Und haben wir so ein sehr gutes Geschäft gemacht hier. Wir arbeiten sehr gerne zusammen. Und
und ich wünsche dir gute Fahrt. Ich danke noch voll und kannst loslegen. Super. Dankeschön. Dankeschön. Und luftig geht's jetzt auch für mich weiter, nämlich nach Maria Enzersdorf zur Boutique Be Remarkable. Eleganz, Extravaganz und Exklusivität in historischem Ambiente findet man in der Boutique Be Remarkable. Ich habe hier mein Outfit für die Filmpremiere gefunden und heute begleiten Sie mich zum Erlebniseinkauf bei Monika Schreier. Schön, dich zu sehen. Schön. Hier ist das Motto, dem eigenen Stil treu bleiben, denn jeder Mensch ist ein Original. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht etwas in Richtung Business, aber auch ein bisschen sommerlich. Ja, hast du da irgendwas für mich? Ja, sicher. Magst du ein Glas Prosecco trinken oder einen Kaffee? Prosecco klingt gut. Also, was hast du da schön? So, ich habe dir was ausgesucht. Diesmal bevorzuge ich die klassisch elegante Variante, mit möglichst viel Kombinationsfreiheit. Eine schöne Schnalle und so einen Top dazu. Die schwarze Hose wähle ich als Basic-Teil aus. Das passende Accessoire darf selbstverständlich nicht fehlen. Wow, echt, die ist echt schön. Die ist super perfekt. Den Kragen ein bisschen so umstellen und die, genau, kannst du den Bläser auch aufmachen, genau, weil das, der Top so eine schöne Muster hat, das kannst du ruhig zeigen. Wie gefällt es dir? Sehr schön. Super. Ja? Schau, ich hätte ein zweites Top für dich. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Dieses Top verspricht echtes Summerfeeling. Das meinst du dann ohne Bläser, nur mit? Kannst du mit Bläser oder ohne Bläser tragen? Das ist eine sehr schöne Farbe. Die steht dich toll. Ganz im Trend ist die Spitze. Diese edlen Handschuhe verleihen dem Outfit einen nostalgischen Hauch. Outfit Nummer 3, das Top in Schwarz in Kombination mit roter Jacke. So, das Anlass, das steht sehr, sehr gut. Okay. Probier mal den Top und dann werde ich dir zeigen, wie du das tragen kannst. Hallo. Schönen Nachmittag, die Damen. Hallo. Sabine Lauscher ist Stammkundin und selbst Farb- und Stilberaterin. Wie gefällt dir dein Outfit? Sehr, sehr schön. Sehr eine frische Farbe. Koralle, die Farbe des das Sommers. Ist sehr gut, gell? Sehr schön. Perfekt. Mir liegt es am Herzen, Damen als auch Herren, aber im Speziellen sprechen wir halt über die Damen, sie zu stylen, ihnen spezielle Hilfestellungen zu geben, was ihre bevorzugten Farben anbelangt, aber auch natürlich das Styling für jeden Anlass. Sie versteht es ganz genau, wie man durch perfekte Kombination die individuelle Persönlichkeit hervorhebt. Das kann man dann natürlich auch auf elegant. Be Remarkable bietet von Estare Culto über Gunilla Pontén bis hin zu Voy die neuesten Trends und präsentiert diese auch auf Fashion-Shows und Modeschauen in der Umgebung. Würde ich auch den Top jetzt kombinieren mit der weißen Hose? Mhm. Auch sehr lässig dazu, oder ein Jean kannst du auch dazu tragen. Sehr schick. Exklusive Mode ganz in der Nähe, das weiß auch Sabine zu schätzen. Besonders schön ist die Individualität, die Monika Schreier hier bietet und man wirklich für jeden Anlass Outfits findet, man sehr casual, aber auch elegante Outfits und das finde ich besonders schön und immer am Puls der Zeit und immer in dem Trend einen Schritt voraus, so wie wir es gerne haben. Mode begeistert, bietet Raum für Kreativität und hebt die Einzigartigkeit in uns hervor. So macht Shopping richtig Spaß. Da werden Einkaufsträume wahr. Und traumhaft wird es auch in unserer nächsten Sendung. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ein Sommernachtstraum ab 2. Juni in Wolfsthal und ab 14. im Wiener Theaterkeller. Nähere Informationen unter chiarivari.at. Poesie in Farbe und Metall und andersartig im Kunsthaus Rust, Werte, die bleiben.